Germanis ist heute auf der Hamburger Reeperbahn unterwegs und ich treffe jetzt eine der wohl berühmtesten Kiezlegenden, Kalle Schwensen. Herr Schwensen zeigt uns heute sein Hamburg und bei der Gelegenheit möchte ich mal nachprüfen, wie er denn so wirklich ist. Herr Schwensen empfängt mich im Verlies, um ein bisschen mit mir in die Welt des SM einzutauchen. Ich bin ja mal gespannt. Hallo. Guten Tag. Herr Schwensen. Hallo. Claire, mein Name. Kalle Schwensen, freut mich. Hallo, ich bin Claire. Lady Candy. Hallo. Tracy, hi. Claire, hallo. Ja, vielen Dank, dass Sie uns hier willkommen heißen. Wir zeigen Ihnen jetzt hier das Verlies. Und das besteht ja der Club des Saat, wo auch immer noch SM gemacht wird. Und das Verlies ist so eine touristische Attraktion, weil der Laden weltweit einzigartig ist. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag von 17 bis 19 Uhr. Und dann haben sie Zeit, sich in eine andere Welt zu begeben, von der sie dann nicht mehr loskommen. Sie sind ja nicht Hamburger in dem Sinne. Nein, ich bin in Oberfranken geboren und bin dann mit meinen Eltern mit 12 Jahren nach Hamburg gekommen. Und hier groß geworden und so gesehen fühle ich mich als Hamburger. Was bedeutet denn Hamburg für Sie? Wir haben natürlich mit unserer Stadt viele Sachen, die einzigartig sind. Nummer eins, St. Pauli, die Reeperbahn. Das gibt es eben weltweit nirgendwo, so ein Viertel, wo Sie alles an Sex haben können, legal. Selbst live auf der Bühne, das ist legal. Das ist ja hier das älteste SM-Kabarett Europas gewesen. Das muss man dazu wissen, seit 1971. Ja. Und dann wurden dann hier eben Shows gemacht. Und Kabarett ist eine Konzessionsform, speziell hier auf St. Pauli, damit auf der Bühne live und Sex gemacht werden kann. Dann ist es nämlich Kunst und deswegen heißt es dann Kabarett. Dann haben wir hier die Leute zum Hochziehen und das sind so kleine Gewichte für die Genitalien, man weiß ja nie. Ja. Verschiedene andere Sachen, Spreitstangen und solche Sachen. Darf ich das mal hochheben? Bitte. Das kleine Gewicht? Das kleine Gewicht denn hier, bitte. Das ist nämlich gar nicht so ein kleines Gewicht, das ist ganz schön viel. Wie viel ist denn das hier? 5 Kilo. 5 Kilo. Es gibt weniger, es gibt auch mehr. Oh. Sie wissen, der eine kann das tragen, der andere trägt heute hier einfach Schnürsenkel. Boah, ja? Ich leg das mal wieder. Ich war damals ja so ein grandiger Rocker. Ja, aufgrund der Musik, kann man sich auch nicht vorstellen, aber wir leben ja alle mit Lederjacken rum. Wirklich? Ja. Mit langen Haaren? Nein, ich nicht. Ich habe immer die gleiche Frisur. Also ich sehe seit 1000 Jahren gleich aus. Ne? Aber damals die anderen waren eben so Lederhose, Lederjacke, Stiefel. Damals auch schon und die Pilotenbrille? Ja, seit meinem 16. Lebensjahr. Ja, seit dem 16. Lebensjahr? Ja. 17. Und ich bin auch, glaube ich, wohl einer der wenigen Leute in Deutschland, die auch im Ausweis eine Sonnenbrille tragen. Im Ernst? Ja. Das ist gar nicht erlaubt offiziell, oder? Ja, ich hab's ja. Ich kann es dir mal kurz zeigen. Sehr, sehr gerne. Ach, verrückt. Also da bin ich ja ganz kompromisslos. Hier haben wir dann eine unserer heißgeliebten Streckbänke. Das ist nicht für zwei Personen, sondern Füße zusammen oder gespreizt, das Ganze. Und dann wird die Delinquentin eben gestreckt, so wie sie das auch an der Streckbank gehört. Ja. Begeistert? Ja, schon. Sehen Sie, das werden Sie auch noch mal in den Genuss kommen. Ich lasse das noch mal auf mich wirken und dann entscheide ich mich. So soll das ja auch sein. So soll das ja auch sein. Du warst damals ein sehr fitter Typ, muss man sagen. Das bin ich heute noch. Du immer noch? Aber damals warst du sehr sportlich, du hast geboxt. Ja, gut, aber ich habe ja seit 1972, zu dem Zeitpunkt habe ich schon nicht mehr geboxt. Bis 1972 hatte ich einen Unfall gehabt und konnte dann nicht für mich. Das war das Ziel, 1972 die Olympiade. Das ist für jeden jungen Sportler, der was macht, das ist das Ziel, die Olympiade. Und dann hatte ich eben im Februar einen Unfall gehabt, der mich aus diesem ganzen Trainingsprogramm rauswarf und ich also lange Zeit nicht boxen konnte. Und dann hatte ich eben die Interesse daran verloren. So, hier haben wir natürlich dann so eine Fußaufhängung. Hier werden die Delinquenten dann natürlich mit den Füßen hochgezogen, sie sehen sich. Dann jetzt kann man natürlich vaginal, anal eine Kerze einfügen zum Beispiel und dann sehen Sie das Elend auf Sie runterkommen. Eine Kerze einfügen? Zum Beispiel. Sie können auch was anderes einfügen, Ketten und alles mögliche. Sie können peitschen. Also die Fantasie ist ja frei im Lauf gesetzt. Und die Leute wollen aber im Spiegel natürlich auch sehen,
was mit ihnen passiert, wie sie aussehen. Manche haben ja spezielle Outfits, Lack, Leder, Masken und so. Und das ist schon eine ganz wichtige Geschichte. Deshalb sind hier in diesen Räumlichkeiten immer viele Spiegel, weil die wollen sich sehen dabei. Ja. Na, und es ist auch immer ein Martyrium, das über Stunden geht. Das ist ja nicht so ein Quickie. Und hier ist auch nochmal extra... Das ist natürlich auch so, ja. Da kann natürlich auch nochmal hier hochgehangen werden, hochgezogen werden. Kann damit dann ein bisschen gebaumelt werden, hier diese ganze Geschichte. Also solche Sachen kann man machen. Hamburg hat den größten und schönsten Parkfriedhof der Welt. Der Welt, tatsächlich. Der Welt, natürlich. Wir sind eine Weltstadt. Dadurch, dass ich damals in Wellingsbüttel wohnte, jahrzehntelang, und bin ich da einmal durchgefahren, um nach Hause zu kommen, wenn dann irgendwo die Straßen verstopft waren. Und dann brettert man schon mal mit 160 Stundenkilometer über den Friedhof. Tatsache, über die Friedhofsstraße. Und das gibt es natürlich nicht viele. Das ist riesig groß, und das würde ich Ihnen gerne mal zeigen. Ich freue mich drauf. Let's get ready to rumble. Mit ein bisschen weniger als 160 Sachen machen wir uns auf den Weg Richtung Ohlsdorfer Parkfriedhof. Der Friedhof ist wahrscheinlich auch bei Weitem größer als Pflanzen und Blumen, oder? Die Einäscherungskapelle ist so groß wie Pflanzen und Blumen, hast du ganz groß gesagt. Okay, das ist wirklich groß. Das ist ja auch richtig groß. Der hat alleine 13 Kapellen. Auf einem Friedhofsgelände? Ja, deswegen habe ich gesagt, das kann auch jeder sehen, das kennt auch jeder. Den Hafen, so schön wie er ist, aber kennt jeder. Aber den Friedhof kennen natürlich auch viele, aber wissen gar nicht, wie gigantisch der ist. Nach Ihrem Ableben möchten Sie da auch... Ich lebe nicht ab. Sterben ist out. Das ist nur was für Loser. In der heutigen Zeit müssen Sie nicht mehr sterben. Die Medizin und die Technik ist so weit, das ist unglaublich. Man überlegt, vor 20 Jahren mit AIDS, ja, und jetzt ist schon 30 Jahre her, ja, 30 Jahre AIDS, das war ein sicherer Todesschein. Ne? So, und heute nimmt man das dann irgendwie, wenn man sagt, ja gut, Kieferentzündung. Was machen Sie denn, um sich fit zu halten und gar gesund nichts. Zu bleiben? Gar nichts. Ich denke viel und ärgere mich nicht. Das ist das Beste. Die Leute gehen alle kaputt durch den Ärger. Ne? Und das macht eine ganze Menge aus. Die ganzen Leute, die gehen kaputt an ihrem Neid, an ihrer Gehässigkeit, an ihren Hass und Wut über den Nachbarn, über den anderen und so. So, das kenne ich alles gar nicht. Gibt es auf dem Kiez viel Neid? Ja, nein, der Kiez ist ein Spiegel der Gesellschaft, der ist genauso wie all das andere auch. Es ist halt nur immer ausgeprägter. Ne? Also Freundschaften sind ausgeprägter, Feindschaften auch. Alles ist intensiver. Ne? Alles intensiver, ganz genau. Gehen Sie oft zu Konzerten? Ich gehe sehr viel Konzerte, ja, sehr viel. Ich bin jetzt am Freitag bei Lady Gaga. Lady Gaga ist Hamburg? Ja. Wow. Wow, ja. Sie ist eine gute Pianistin, sie ist eine gute Musikerin und versteht was von Musik und hat's drauf. Ne? So, jetzt, das ist alles schon mal Friedhof hier, ne? Ja, ich sehe schon diesen sehr schönen Zaun. Ja, und es geht also bis ohne Ende jetzt so. Gucken Sie mal da oben, wie weit das geht. Ne? Ja. Das ist eine gute Strecke, um Geschwindigkeit zu kriegen. Genau, da können Sie knallen. So ein Ausflug macht hungrig. Natürlich hat sich Herr Schwensen für unsere Stärkung einen ganz besonderen Ort ausgesucht. Wir gehen jetzt hier ins Old Commercial Room. Ja. Das ist ein der absolut traditionellen Hamburger Restaurants. Und das ist gleich gegenüber von unserem Hamburger Wahrzeichen, der Michaeliskirche. Unheimlich schön, natürlich. Und folgt noch der Michel. Bitte? Man kennt ihn als Man der kennt Michel. Ihn unter dem Michel, genau. Und letztens hat sich einer von oben hinabgestürzt, wollte sich das Leben nehmen, was ihm auch gelungen ist, aber oben beim Querstreb von Kreuz war es dann vorbei. Oh nein. Ja. Okay, dann gehen wir rein. Ja? Danke. Das ist ein Bild hier. Das ist ein Leute. Schade, dass nur wirklich alle hier waren. Also, das ist ja wirklich ein Laden, wo unglaublich viel hier. Chococca, also, es gibt wenig Leute, die hier nicht hier waren. Die 4000 Prozent haben. Na? George Clooney war hier. Ja, natürlich. Der ist ja jetzt vergeben, der in Sydney. Louis Armstrong. Wow. Na? Ja, Herr Schwensen, ich hoffe, für Sie war es auch angenehm. Eine Frau mit zwei charmanten Damen unterwegs zu sein, das kann einem Mann Schöneres passieren. Vielen, ja. Vielen Dank. War meine Freude. Es war ein ganz schön ereignisreicher Tag, der auch so ein bisschen bizarr war.
Karl-Heinz Schwensen ist wirklich zu 100% so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Er ist seinem Ruf wirklich in jedem einzelnen Moment treu geblieben. Ich muss mich so ein bisschen erholen jetzt, deswegen gehe ich auch gegenüber Innen Michel und ein klein bisschen Tourikram machen. Tschüss! Ich hoffe, da gibt es einen Aufzug.